Hilft die Corona-Krise Jens Spahn in höhere Ämter? Der deutsche Gesundheitsminister hat in der Pandemie an Beliebtheit gewonnen, sodass über Ambitionen auf den CDU-Vorsitz und gar die Kanzlerkandidatur spekuliert wird. Am 16. Januar will die CDU in einem Online-Parteitag einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Offiziell haben Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz ihren Hut in den Ring geworfen. Spahn ist bisher als Teampartner von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet gesetzt. Aber auch Außenpolitiker Röttgen bemüht sich um Spahn. Er sicherte ihm den Verbleib im CDU-Präsidium zu, sollte er Vorsitzender werden. Klar scheint, an dem 40-jährigen Spahn führt in der CDU zurzeit kein Weg vorbei. Ein anderer, der offiziell nichts will, ist Markus Söder. Auch der CSU-Chef machte sich in der Corona-Pandemie als Krisenmanager beliebt. In Umfragen wurde er mehrfach als Wunschkanzlerkandidat genannt. Der bayerische Ministerpräsident betont jedoch immer wieder, dass sein Platz im Freistaat sei. Rund zwei Wochen vor dem CDU-Parteitag ist also alles andere als klar, welcher Mann Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer wird und noch unsicherer, wer Kanzlerkandidat der Union. Wahrscheinlich wird darüber erst im Frühjahr entschieden.